auf diesem Kanal haben wir schon den ein oder anderen Laser uns mal angeschaut. Inzwischen ist der Two Trees TS2 mittlerweile bei Thomas und dafür hat dann der Algolaser Alpha MK2 hier Einzug gehalten. Der ist mir von der Influencer-Agentur zur Verfügung gestellt worden, kostenlos. Und ich kann euch sagen, zum Teil bin ich von dem Ding begeistert, zum Teil aber auch nicht. Und warum das der Fall ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makeorama.de und ich habe es eben schon erwähnt, ich habe das Teil kostenlos von der Influencer-Agentur zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe irgendwann eine E-Mail da gehabt und dann haben wir uns irgendwann nach langem Hin und Her darauf geeinigt, dass ich das Video machen darf. Es gibt keinen Vertrag oder sonst was in der Richtung. Ihr findet lediglich zum Hersteller unten einen Link in der Videobeschreibung. Das war die einzigste Bedingung, auf die wir uns geeinigt haben. Und ich habe einiges graviert, wie ihr sehen könnt, aber wir fangen erst einmal mit dem Aufbau an. Und der ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe ja schon den Two Trees TS2 gehabt, der war nicht ganz so einfach. Vergleichbar ist es natürlich jetzt nicht mit dem F1, der komplett zusammengebaut daherkommt. Den muss man einfach nur hinstellen, anschließen und läuft, ja. Aber man hat einen Rahmen, den man aus 4 Teilen zusammenbauen kann. Dann muss man nochmal entsprechend die ganzen Motoren verkabeln, nochmal den Schlauch entsprechend für den Air Assist dran, also für den Kompressor. Und man muss das Ganze natürlich dann nochmal mit dem Schlüssel entsperren, damit das Ding sich überhaupt starten lässt. Ansonsten zeigt er einem nämlich im Display an, dass das Ganze nicht funktioniert. Ich habe dann, nachdem ich den Laser Engraver aufgebaut habe, erstmal Lightburn angeschmissen, weil ich habe das Ganze als Pro-Kit bekommen. Und bei dem Pro-Kit ist diese Kamera mit dabei. Also auch mit dem ganzen Konstrukt und sowas in Richtung. Und das ist auch gleich ein Punkt, wo ich sage so, hey, da bin ich kein Fan von. Ja, also das mag erstmal ganz cool wirken, dass man über eine Kamera im Prinzip den Laser Engraver beobachten kann und kontrollieren kann, auch positionieren kann, ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die Kamera an sich, die hier drin verbaut ist, ist auch ein Ticken besser als die, die ich von Thomas bekommen habe. Allerdings muss ich sagen, also danke Thomas dafür auf jeden Fall, allerdings muss ich sagen, habe ich die von Thomas oben standardmäßig verbaut. Ganz einfach deswegen, weil ich die erstens an meinen Tisch dran kriege und weil die, naja, ihr seht schon, ich kann das Ding hier verdrehen in allen möglichen Richtungen. Ich kann das hier nach vorne kippen und sowas in Richtung. Und das bietet natürlich Möglichkeiten, dass das Bild verzerrt ist. Und dass das Bild dann am Ende halt nicht, naja, 100% gerade rauskommt. Die Kamera von Thomas hat auch ein leichtes Fischauge, also eine leichte, wie heißt das, eine leichte Verzerrung am Rand. Das merkt man ganz besonders, wenn man dann halt irgendwas, so eine Messscheibe an den Rand legt. Das sieht man dann auch wunderbar, dass dann da auf einmal die Optik so ein bisschen flöten geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Einrichtung her war es mit der Kamera deutlich leichter, als da das Bild wirklich 100% gerade nach unten zu bekommen. Das war echt eine Fuddelarbeit, wo ich eine halbe, dreiviertel Stunde da gesessen habe, bis ich das Bild wirklich so perfekt hatte, dass ich sage, okay, damit kann ich arbeiten. Und dann einmal irgendwo gegen den Tisch gekommen und schon hat sich das Ding verstellt. Das ist bei der Sculpfang-Kamera, die mir der Thomas geschickt hat, entsprechend natürlich nicht so. Die ist recht stabil, muss ich sagen. Und da würde ich mir einfach wünschen, Algolaser, dass ihr das Ganze im Prinzip nachbessert. Weil an sich finde ich die Idee geil und die Kamera ist auch deutlich besser von dem, vom Sensor her. Das heißt, man merkt, die nimmt viel mehr Licht auf und ist auch viel genauer entsprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat auch einen größeren Weitwinkel. Das heißt also, mit maximal ausgefallener Kamera habe ich bei der Sculpfang jetzt nicht den Weitwinkel gehabt wie mit der Kamera. Ja, also ich habe da schon einen größeren Blickwinkel gehabt. Auch kann ich hier natürlich wesentlich weiter nach oben fahren. Also wenn ich es wirklich machen muss und das brauche ich auch zum Teil, weil ich natürlich auch das Rotary-Modul dabei habe. Das heißt, also ich bin dann mit sowas in der Hinsicht dann nochmal besser angekommen. Aber hier vorne der Kugelkopf, der killt mich halt einfach. Ja, und dass das Ding halt wirklich, ihr merkt schon, ich kann das drehen, wie ich will. Das ist halt, auch wenn ich es fest zudrehe, nicht hundertprozentig stabil. Ja, auch hier seht ihr schon, ne? Ich kann da drehen. Das hält nicht so hundertprozentig fest, dass ich mich drauf verlassen kann. Und das war natürlich auch ein Problem, dass ich dann lange gebraucht habe, um zu lasern mit dem Teil. Die ersten Male, ganz einfach, dann ist meine bessere Hälfte raus in die Garage gegangen, hat dann ein bisschen was am Tisch verrückt und schon konnte ich die Kamera komplett neu einstellen. Das ist natürlich schade und das ist natürlich ein bisschen, naja, suboptimal, sage ich mal. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen.
In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Bohrer Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig, und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen, und damit machen wir weiter im Video. Auch das Muster, was dabei ist mit den Punkten drauf, da gibt es ein ausgedrucktes Blatt Papier, was hier mit dabei ist, was dann so zusammengerollt um die Kamera, um das Stativ rumgewickelt wird. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da hat mir Thomas vielen, vielen lieben Dank nochmal auf der Maker Faire dann entsprechend so auf richtig dickem, stabilen Papier dieses Muster nochmal ausgedruckt oder mitgebracht. Und das habe ich nochmal auf so ein Stück Pappelholz hier geklebt, damit das dann auch wirklich hundertprozentig stabil ist. Und das kann ich dann einfach über das Bett entsprechend, wenn man es so nennen möchte, fahren und kann dann die einzelnen Punkte, wo er mir das anzeigt, in Lightburnern entsprechend ausrichten. Einfach nur, damit da kein Knick in das Ding reinkommt, weil dann erkennt Lightburn das Ganze nicht mehr so richtig. Oder meckert rum, dass das Bild dann ein bisschen zu verzerrt ist. Das möchte man natürlich nicht, und deswegen habe ich mir das auf so ein Stück Pappelholz geklebt, damit das auch wirklich immer 100% plan ist. Kann ich euch auch nur empfehlen, erleichtert einem wirklich die Arbeit mit dem Teil, wenn man es einrichten möchte. Dann hatte ich es eingerichtet und habe erstmal den Laser hier soweit aufgebaut gehabt und alles drum und dran, habe die Kamera installiert gehabt und habe angefangen zu lasern. Und das habe ich relativ schnell wieder abgebrochen und bin hoch in die Garage gegangen, weil hier die ganze Bude nach einer Minute quasi, nicht mal einer Minute, nach einer halben Minute, komplett im Qualm gestanden hat und ich mit meiner Absaugung, die ich am F1 hinten dran hängen habe, von Alveo, nicht mehr weitergekommen bin. Die ist einfach zu schwach dafür. Das heißt also, wenn ihr es Indoor machen wollt und nicht in der Garage, wo es gut durchgelüftet ist, gebe ich euch den Tipp, kauft euch eine schöne Absauganlage, mit der ihr das Ganze dann ordentlich absaugen könnt, weil ansonsten steht ihr im Rauch. Gerade wenn ihr hier Pappelholz oder so in Richtung graviert oder auch schneidet, kann das ruckzuck hier komplett undurchsichtig werden, dass ihr hier quasi im kompletten Qualm steht. Und natürlich stinkt dann auch das ganze Haus danach. Das muss natürlich auch nicht sein. Und Holz ist jetzt erstmal noch unkritisch. Was ist, wenn ihr Acryl oder irgendwelche anderen Werkstoffe, wo dann wirklich Chemikalien, also Plastik oder irgendwas in Richtung dann in die Luft gelangen? Das wollt ihr natürlich auch nicht in der Lunge haben. Dann habe ich angefangen und habe dann oben, als ich das alles mal aufgebaut hatte, angefangen, die ersten Sachen zu gravieren. Und da habe ich, wie gesagt, im Baumarkt mir einige so Sheets entsprechend an Pappelholz geholt und das, was an Abfall im Prinzip oder an Schnittgut von diesem Pappelholz, von diesem glatten zum Kalibrieren übrig geblieben ist, habe ich dann auch nochmal mitgenommen. Da habe ich auch nochmal ein paar Sachen draus graviert und das zeige ich euch jetzt gerne mal. Und Holz, muss ich ganz ehrlich sagen, Pappelholz und sowas, was ich jetzt probiert habe, das funktioniert wunderbar. Drauflegen, da habe ich auch nochmal von Thomas vielen, vielen lieben Dank da nochmal. Der ist einfach in der Hinsicht schon relativ fit. Der hat ein paar Jahre Vorsprung, ja. Der hat mir eine Bibliothek für Lightburn geschickt, die ich dann direkt installieren konnte. Und da ist schon so ein Setting vorne drin. Da wählt man einfach aus, assignt das entsprechend zu einer von diesen Voreinstellungen unten in Lightburn und sagt, okay, das Objekt in der Voreinstellung, und legt einfach los. Ja? Man muss natürlich gucken, dass man das Ganze dann nochmal richtig ausrichtet. Ab einem gewissen Punkt hat bei mir die Sculpfun-Kamera in Lightburn dann irgendwie so ein kleines Bild gezeigt auf so einer großen Arbeitsfläche. Und egal, was ich gemacht habe, es ist einfach nicht größer geworden. Kann aber auch dann daran liegen, dass ich abends in schlechten Lichtverhältnissen irgendwann gearbeitet habe. Da war also nur noch das Garagenlicht an, was für mich gereicht hat. Und für die Kamera war es dann eigentlich komplett schwarz. Das ist dann natürlich ein Punkt, aber das habe ich dann relativ schnell gelöst bekommen, indem ich einfach die Platte hingelegt habe und dann geguckt habe, den Laser ein bisschen erhöht habe und dann gesagt habe, okay, fahr mir mal die Strecke rundherum ab, den Rahmen. Also das Klassische, was ich auch beim F1 mache, dass ich einfach den Rahmen von dem Objekt, was ich gravieren möchte, abgefahren habe, und dann hat das wunderbar funktioniert, dann habe ich das auch relativ gut positioniert bekommen. Hier war ich jetzt ein bisschen schlampiger, das habe ich auch versucht über die Kamera auszurichten, aber andere Objekte, seht ihr gleich hier noch alles, die haben wunderbar funktioniert auf die Methode. Und dann habe ich angefangen, Stück für Stück mich so ein bisschen heranzutasten. Also erstmal hier natürlich so ein obligatorisches Bitcoin-Schild. Ja? Da werde ich jetzt nochmal überlegen, wie ich das mache, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen Farbe drüber pinsel, ja, oder sowas in Richtung, dass ich das nochmal anmale. Und dann kommt das hier hinten an die Wand dran. Eigentlich genauer gesagt so rum. Ja? Und dann habe ich natürlich nochmal hier so ein Puzzle graviert. Ich wollte schon sagen drucken, ja. Aber ich habe hier so ein Puzzle graviert. Ihr seht schon, da kommen die einzelnen Teile, kommen da raus. Das ist jetzt eigentlich für Weihnachten. Das heißt also, diese einzelnen Teile kann man alle in einer bestimmten Farbe erstmal malen.
Ja, also hier jetzt zum Beispiel den Rand vielleicht in grün und den Rest dann entsprechend in anderen Farben. Und dann kann man hier die Fenster zum Beispiel von den Häusern entsprechend gelb oder was weiß ich, ja. Und dann das Ganze halt vorsichtig auf eine Platte drauf, die Platte vorher auch nochmal ausschneiden, wie das hier. Und dann das Ganze irgendwo hinhängen. Oder man macht sogar mehrere Schichten, dass man das Ganze noch ein bisschen mit mehr Tiefe hinbekommt. Aber ich fand die Idee ganz cool. Den Link zu dem Design packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Habe ich auf Designfind gefunden, ist kostenlos herunterladbar und kann man sich einfach als SVG in Lightburn importieren und dann damit entsprechend gravieren. Hat jetzt bei mir mit dem Algolaser Alpha MK2 circa eine halbe Stunde gebraucht. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mal noch ein bisschen was anderes mit dem Laser anstellen, außer nur Holz zu lasern. Und dann bin ich hier relativ schnell zu dem Leder gekommen. Und das Leder, ihr seht schon, die Positionierung war ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich habe jetzt so mit der Zeit so ein bisschen Gefühl rausbekommen, wie ich das hinbekommen kann. Und ihr werdet jetzt bestimmt denken, ja Maggie, komm hier, da ist eine Schlaufe, das ist ja ne von der Positionierung her, du musst dich nicht wundern, dass es hier so ein bisschen verzerrt ist und alles drum und dran. Aber nein, ich habe mit diesen Teilen hier gearbeitet. Die sind zwar ein Krampf für jeden Fingernagel, ja, weil wenn man die richtig reindrückt, kriegt man die nicht mehr so schnell raus. Gerade wenn es dünne Sachen sind, wie so eine kleine Metallplatte oder sowas in Richtung, kriegt man die nicht mehr gut raus. Und ich habe das Teil wirklich dann entsprechend so an einer Stelle immer wieder mal blub runtergedrückt, auch hier vorne festgedrückt, damit es wirklich platt ist und platt bleibt und habe dann versucht zu gravieren. Das habe ich dann mehrfach gemacht, habe ich dann so 1, 2, 3 Versuche gebraucht, habe auch meinen schönen ID3 Schlüsselanhänger so ein bisschen versaut dadurch. Leider Gottes, den werde ich mir dann nochmal auf dem F1 nochmal neu gravieren. Hier ist nochmal der erste Versuch, der ist ganz in die Hose gegangen und dann habe ich das Teil hier graviert bekommen. Da war ich ganz happy, weil es halt über die Kamera ist das kleine Ding hier einfach, ja, das kann man knicken, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt von der Positionierung her mit so einem kleinen Teil, ist das ein bisschen schwierig über die Kamera, gerade wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen schlechter sind, ist das schon nicht ganz so einfach wie beim F1 zum Beispiel, der einem dann wirklich mit dem Laser explizit anzeigt, wie denn die Kontur von dem Objekt ist. Das fand ich beim F1 schon deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Positionierung hinbekommen, war dann aber auch so ein klein bisschen enttäuscht, dass hier an manchen Stellen der Laser nicht richtig gearbeitet hat und dann zum Beispiel mal so die Hälfte vom Buchstaben, die Hälfte von dem R oder sowas in Richtung oder von dem T entsprechend fehlt. Das fand ich ein bisschen schade, aber man kann es erkennen und der kommt dann halt entsprechend an den Raptor-Schlüssel dran. Dann habe ich nochmal ein wenig Metall graviert und da auch wieder das gleiche Phänomen. Es hat irgendwie nicht hundertprozentig funktioniert. Und das ist jetzt erstmal kein Fingerzeig auf den Laser, ja, also, sondern es ist eher ein Hinweis darauf, dass ich jetzt in der Zeit, wo ich mit dem Laser gearbeitet habe, in den letzten 1 bis 2 Wochen, dass ich die Einstellung noch nicht auf die Materialien, die ich hier habe, perfektioniert habe. Ja? Beim F1 habe ich auch entsprechend diese Messmatrix entsprechend dann benutzt, um das dann rauszufinden. Und ich vermute einfach, dass die Werte, die ich da habe, aus der Bibliothek noch nicht perfekt passen. Und deswegen ist das keine Schuld, die den Laser trifft, sondern eigentlich eher, dass die Werte noch nicht richtig eingestellt sind. Deswegen seid da bitte ein bisschen rücksichtsvoll in den Kommentaren auch. Das ist natürlich jetzt, wo ich noch mal ein bisschen mit den Materialien noch mal rumspiele, noch mal ein bisschen Einstellungssache. Aber das funktioniert am Ende, denke ich mal, schon ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte noch mal ein bisschen was anderes probieren. Und ich hatte mir damals eigentlich für den F1 eine schöne große Acrylplatte bestellt. Und diese Acrylplatte habe ich dann einfach mal graviert. Und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich meine, die ganze Bude hat geleuchtet, weil natürlich jeder, der einen Laser-Engraver hat, weiß, okay, das macht man eigentlich nicht mit fast durchsichtigem Acryl, weil das geht nicht gut. Und ich habe es trotzdem gemacht und es hat relativ gut funktioniert. Man sieht hier so ein bisschen die Konturen. Ihr könnt wahrscheinlich nicht viel erkennen. Jetzt ist er doch da. Da könnt ihr erkennen, da steht Raptor, ja. Die Linien sind relativ fein und dünn. Der Effekt, den ich mir erhofft habe, der ist nicht ganz so eingetreten, denn ich möchte hier gerne eine LED unten drunter bauen und das Ganze dann in so eine Basis einbauen, dass das Ganze von unten beleuchtet wird. Vielleicht nochmal mit einer weißen Rückwand, damit das Ganze auch wirklich cool aussieht. Da werde ich mir nochmal was einfallen lassen, wer also nicht verpassen will, wie das Ganze am Ende wird. Da wird es auch nochmal in der 100-Tage-Challenge dann entsprechend ein Design geben. Der sollte auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und ihr wisst, ich bin Bitcoin-Fanatikerin, ja? Deswegen habe ich mir nochmal aus Acryl was ausgeschnitten. Und ich hatte gedacht, okay, komm, das Design in der Mitte,
das gravierst du jetzt mit den Settings. Das ist auch wieder das Thema Settings, Settings, Settings. Es ist immer das Gleiche halt entsprechend. Und diesmal waren die Settings nicht zu schwach, sondern eher zu heftig. Denn ich habe dieses schwarze Acryl hier, das Bitcoin B, im Prinzip komplett rausgetrennt. Das war so nicht geplant, ja. Eigentlich wollte ich das nicht, aber ich werde mir jetzt nochmal was einfallen lassen. Ich habe nämlich eine Idee dafür, was ich damit machen kann. Kommt auch nochmal was in der 100-Tage-Challenge. Aber ihr merkt schon, man kann recht viel damit machen. Schwarzes Acryl werde ich mir nochmal ein bisschen mehr besorgen, weil da habe ich noch die ein oder andere Idee, die ich damit gerne umsetzen möchte. Zum Schluss möchte ich nochmal ein bisschen auf die Konnektivität von dem Laser Engraver eingehen. Und zwar habe ich einiges an Kabel getestet. Ihr seht hier schon, das ist so eine kleine Auswahl an Kabel, die ich getestet habe. Das unter anderem von meinem Rodecaster Pro 2, das Audiokabel, ja. Also es ist dieses dicke, lange Kabel, was ich da habe, mit dem ich quasi die Tonspur von dem Mikro im Livestream auf das Teil an den Computer an euch übertrage. Ich habe aber auch hier noch jede Menge andere Kabel. Ich habe auch oben noch Kabel mit USB-C auf USB, weil ich ja auf dem MacBook arbeite und dort einen USB-C-Anschluss habe, dass ich die einzelnen Anschlüsse probieren kann, um das Ding an den Laptop anzuschließen. Es hat einmal kurz funktioniert und dann nicht mehr. Das heißt also, für mich war die Lösung dann letzten Endes zu sagen, okay, ich mache einen Hotspot auf meinem Handy auf, verbinde den Laptop mit dem Hotspot und verbinde dann entsprechend den Laser Engraver mit dem Hotspot. Das hat ganz gut funktioniert, da war die Verbindung auch sehr stabil, auch in Lightburn. Ich habe dann halt entsprechend das Ganze dann von USB auf Ethernet umgestellt, die IP-Adresse eingegeben und seit da hat das eigentlich wunderbar gelaufen. Nur finde ich es halt schade, dass die USB-Verbindung, die ja eigentlich sehr stabil sein sollte, dann irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Hier im Keller habe ich es relativ gut hinbekommen, aber oben in der Garage, muss ich sagen, war das dann nicht so dolle. Da war das nicht so verlässlich, weil dann war einfach mitten im Gravieren war auf einmal die Verbindung weg. Da muss ich nochmal mit dem Support schreiben, das fand ich noch nicht so toll, dass das auf einmal der Fall war. Aber ja, dann gibt es nochmal einen Sicherheitshinweis von mir, nämlich tragt auf jeden Fall, wenn ihr so einen Engraver benutzt, auf jeden Fall eine Sicherheitsbrille. Die hier war jetzt mit im Lieferumfang dabei, genauso wie hier dieses schöne Kästchen. Und ganz ehrlich, jeder Hersteller, egal ob 3D-Drucker oder Laser-Engraver oder sonst was, kann sich in der Hinsicht mal eine Scheibe von Algolaser abschneiden. Das ist eine wunderbar schöne, einfache Box, ja. Nichts Kompliziertes, aber hier innen drin einfach so, naja, individuell einrichtbare Unterteilungen, ja, dass man da also auch Werkzeug und solche Sachen mit reinpacken kann für einen Drucker oder auch für einen Laser Engraver, finde ich eine hervorragende Idee. Wünsche ich mir wirklich von allen Herstellern, ja, egal ob Creality, Flashforge, Bambu, Prusa, ja, besorgt euch solche Kisten, packt euer Werkzeug nicht mehr in solchen, naja, ich sag mal 0815 Schaumstoff rein, der dann in der Pappbox verpackt ist, sondern in sowas, was man sich auch wirklich in die Schublade legen kann, wo dann direkt draufsteht, was drin ist und man es dann auch eindeutig identifizieren kann. Finde ich mega. Zurück zur Brille. Die kann ich euch nur empfehlen. Gerade bei der Platte hier ist mir trotz Brille fast das Augenlicht weggebrannt. Ich habe mich dann irgendwann weiter weggestellt und so ein bisschen runtergeguckt, ganz einfach, weil das dann nicht mehr gereicht hat. Ist klar, das ist eine durchsichtige Platte, das Licht wird reflektiert. Gerade wenn man es zweimal macht, kann es sein, dass da innen drin so ein Punkt ist. Deswegen guckt immer, dass keine Person in der Nähe ist. Ja? Ich habe auch immer, wenn meine bessere Hälfte dann rausgekommen ist und mein Hund dann noch mit draußen war, habe ich immer gesagt, nee, komm, geh mal weg da, habe das Garagentor versucht zuzumachen, um dann halt dafür zu sorgen, dass keiner irgendwie jetzt da, was er sich an die Augen was bekommt. Weil das ist natürlich gefährlich, so ein Laser. Deswegen tragt immer mindestens mal eine Schutzbrille, wenn nicht sogar noch vielleicht eine Maske, falls ihr irgendwas macht mit Acryl oder so in Richtung, damit ihr da nicht irgendwelche Schäden davon tragt. Natürlich auch gerne an der frischen Luft, dass das Ganze gut zirkuliert ist, der Raum, in dem ihr das macht. Aber ja. Dann habe ich nochmal zum guter Letzt den Rotary Roller 2 aufgebaut, weil ich gedacht habe, okay, ich graviere mir das Teil hier. Und auch mit diesen erweiterten Füßen, die man drunter schrauben kann, hat das Ding hier nicht mal annähernd drunter gepasst. Hier unten der Teil, ja, aber ich wollte hier eigentlich hier drauf so ein schönes Motiv gravieren. Da muss ich mir wahrscheinlich nochmal ein paar Füße kaufen, damit das funktioniert, weil das Ding einfach viel zu groß ist. Da gehen fast 2 Liter rein, ja. Das hat wahrscheinlich Algolaser so in der Hinsicht, als sie das Gerät konzipiert haben, nicht auf dem Schirm gehabt. Ist auch gar kein Vorwurf. Aber ich habe dann entsprechend mir nochmal hier eine schöne
Flasche, die ich mir irgendwann mal, ich glaube, in der Metro gekauft habe, genommen und habe die nochmal graviert. Und da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen schockiert vom Ergebnis. Ja, bin ich ganz ehrlich mit euch, das Ergebnis ist nicht schön. Und das sieht so aus. Ihr seht schon, das Makorama-Logo wirkt, als wenn es verzerrt wäre zum einen, zum anderen wirkt es unscharf. Und das liegt nicht an der Kamera, ja, ich bin auch noch da, sondern das ist wirklich unscharf. Das sieht auch in der Realität unscharf aus und ist auch nicht wirklich schön gelungen. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das muss man alles einstellen. Man muss ja noch mal ein paar Tests fahren und alles drum und dran. Aber ich sag mal so, so eine Flasche kostet halt 30 Euro. Ja, also gut, okay, wenn ich es in China bestelle, vielleicht ein paar Euro weniger. Aber da hat man nicht einfach mal jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Flaschen rumliegen, wie jetzt hier bei so einem Pappelholz, was ein paar Euro kostet, dass man dann einfach gravieren kann. Sondern da muss das irgendwie dann doch funktionieren. Und dass das hier so unscharf ist, liegt auch nicht an den Settings dran. Ihr seht ja schon, da ist ja schon eingraviert. Dass das so unscharf ist, liegt einfach in dem Punkt, würde ich sagen, an dem Rotary Roller dran. Und bei dem Rotary Roller habe ich auch echt so ein bisschen Probleme gehabt. Beim ersten Versuch, als ich das Ding angeschlossen habe und einfach mal die Achsen homen wollte, hat das Ding gar nicht mehr reagiert. Dann habe ich den Laser mal komplett ausgeschaltet, eine Minute ruhen lassen, habe das Ding wieder angeklemmt. Und dann ging es dann endlich. Aber wie ihr sehen könnt, das da funktioniert noch nicht. Das heißt also, das wird meine Testflasche, leider Gottes, meine heißgeliebte rote Testflasche. Da werde ich noch mal ein bisschen rumexperimentieren, dass ich das noch mal hinbekomme. Und dann kaufe ich mir eine zweite und graviere es noch mal richtig. Wenn ihr das nicht verfassen wollt, ich werde natürlich einen Short veröffentlichen dann darüber. Aber der Stand, wenn das so bleibt, von der Unschärfe her und allem drum und dran, dann kann ich den Rotary Roller auf jeden Fall von dem Engraver nicht weiterempfehlen. Da gibt es nämlich wesentlich bessere Optionen von anderen Herstellern, die man dann nutzen kann. Aber wenn ihr sagt, okay, ihr wollt einen großen Laser haben, um jetzt zum Beispiel mal hier sowas zu machen, solche Holzarbeiten oder so in Richtung, da habe ich auch noch die ein oder andere Idee. Kommt auch noch auf dem Kanal, werde ich demnächst noch machen. Kann ich euch den Algolaser Alpha MK2 nur ans Herz legen. Auch für solche Acrylarbeiten funktioniert das Ding wunderbar. Da bin ich echt begeistert. Diese beiden Sachen waren First Try. Das hier hatte ich eigentlich gar keine Hoffnung drin gehabt, dass da überhaupt was passiert, weil das halt durchsichtig ist und trotzdem ist es ganz gut geworden, finde ich. Und natürlich auch hier die laser-engraveden Lederschlüsselanhänger. Da bin ich gespannt, was meine bessere Hälfte dazu sagt. Die ist ja totaler Fan von dem Auto. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Vielen lieben Dank an alle, die den Kanal auf YouTube und auf Patreon unterstützen. Natürlich auch vielen, vielen lieben Dank an die Agentur, die mir diesen Laser bereitgestellt hat. Und natürlich auch vielen lieben Dank an PCBWay, die immer noch ein sehr guter Sponsor sind und auch ein sehr treuer Sponsor sind. Und in diesem Sinne, Hodl the Line, Happy Printing und ciao.